Noch 2 Wochen. Noch 2 Wochen. Und am 8. Oktober ist Landtags- und Bezirkstagswahl in Bayern. Und ich möchte überhaupt keinen Zweifel lassen. Wir werden diese Wahl als christlich-soziale Union gewinnen, liebe Freundinnen und Freunde. Wir sind ein Stück weit der Stachel im Fleisch der Ampel. Und ich sage euch eins, und Alexander Dobrindt, der uns da hervorragend vertritt, der weiß das, das nervt die Ampel, das ärgert die Ampel. Und deswegen wollen sie übrigens auch die bayerische Stimme mundtot machen. Es braucht einen Ruck für unser Land, so wie es jetzt ist. Kann es auf keinen Fall so bleiben. Ich sage euch eines, und es ist ein hartes, aber ich glaube ein Urteil, das die Mehrheit der deutschen Bevölkerung sofort unterschreiben würde. Diese Bundesregierung ist wohl die schlechteste Regierung, die Deutschland je hatte, liebe Freundinnen und Freunde. Und die Frage ist auch, gibt es diese Betroffenheit von diesem fürchterlichen Angriffskrieg bei uns nur oder auch in anderen Ländern? Und wenn ich an unsere Europäer anschaue, im europäischen Umfeld, ja, da wächst die Wirtschaft. Ja, da geht man dann mit der Krise anders um. Woanders Wirtschaftswachstum, bei uns schrumpft die Wirtschaft. Es liegt schon der Verdacht nahe, dass es hausgemacht ist.